Viele Vorarlberger Schüler haben letzte Woche ein nicht so schönes Zeugnis mit nach Hause bekommen. Was kann man jetzt dagegen machen? Das Erste, was ganz wichtig ist, dass man ganz ruhig bleibt, dass man die Situation klar anschaut und vor allem keinen Druck auf die Schüler ausübt. Das kommt speziell von den Eltern, die glauben, mit Druck an den Noten etwas ändern zu können, und das ist grundsätzlich die falsche Einstellung. Das Nächste, was man den Kindern jetzt unbedingt geben muss, ist einmal Ruhe, Abstand von der Schule. Nicht, dass man gleich sagt, lernen, lernen, lernen. Das erhöht nur zusätzlich den Druck und schadet dem Kind. Also wir sagen immer zuerst 2 bis 3 Wochen Erholung für das Kind, Abstand gewinnen, dann die Sache gemeinsam mit einem Nachhilfelehrer anschauen, dann einen Sommerplan festlegen und dann diesen durchziehen. Wichtig ist aber, dass die Konsequenz auch ist, dass die Termine, die ausgemacht werden, eingehalten werden und auch die Lerntermine. Lernen heißt aber dann nicht den ganzen Tag lernen, sondern am besten vormittags nach einem ausgiebigen Schlaf, wenn die Kinder ausgeschlafen sind, Frühstück, vormittags lernen und nachmittags Spaß haben, ins Schwimmbad gehen und sich erholen. Wichtig ist die Regelmäßigkeit, also lieber täglich zu lernen, kurze Zeit als eine Woche überhaupt nichts, und dann am Sonntag hinzusitzen und 6 Stunden zu lernen, bringt also wesentlich weniger. Was sind jetzt von einem externen Experten aus eurer Sicht, was sind jetzt die Gründe dafür, dass es eigentlich jedes Jahr mehr negative Benotungen in Vorarlberg-Schulen gibt? Die Gründe sind sehr vielfältig. Einerseits ist der Anspruch in den Schulen sehr gestiegen. Andererseits der Drang in höhere Schulen ist auch sehr groß, wobei man einfach sagen muss, dass sehr viele Kinder eigentlich nicht in höhere Schulen sollten, sondern eher sich für eine Lehre entscheiden sollten. Denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass eine gute Lehrstelle noch immer eine sehr gute Ausbildung ist. Und wenn natürlich die Kinder in höhere Schulen von den Eltern gezwungen werden, beziehungsweise die Eltern das gerne hätten, kommt es natürlich dazu, dass das Kind frustriert ist, dass das Kind eigentlich gar nicht will und nur deshalb in der Schule sitzt, weil die Eltern das wollen. Das führt dann zu diesen schlechten Noten, und das führt auch dazu, dass die Kinder einfach irgendwann einmal kapitulieren und nicht mehr wollen, und dann kommen die Kinder eben mit 4 und 5 aus den Schulen heraus.